Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rams Girata. So, wir sind ja das letzte Mal stehen geblieben im Dialog mit Mira. Einem interessanten Dialog, den Mira bisher leicht falsch verstanden hat. Naja, was ist aus eurer Familie geworden? Der Krieg ist ausgebrochen. Der erste. Der gegen die Mandalorianer. Bis kurz vor Kriegsende hatte ich noch Familie. Die alte Geschichte hört man überall in der Galaxis. Über alles, was nach dem Krieg passiert, hört man wesentlich weniger. Sie sind in der letzten Schlacht umgekommen? Vermutlich. Als Revan die Mandalorianer besiegt hatte, wurden alle Planeten der Republik von einer Flüchtlingswelle überschwemmt. Ich war nur eine von vielen. Ich kam nach Nar Shaddaa. Tja, und weil es hier nicht viel zu tun gab, wurde ich Kopfgeldjägerin. Aber wie konntet ihr eure Familie auf Malakor 5 verlieren? Es gab dort keine Kolonien. Die Welt war Mandalorianern verboten. Aber es gibt doch jede Menge zu tun. Kopfgeldjäger ist kein einfacher Job. Wir fragen erstmal das Erste hier. Wie konntet ihr eure Familie auf Malakor 5 verlieren? Rate doch mal, Jedi. Nur zwei Gruppen haben auf Malakor ihre Familie verloren. Und Jedi haben keine Familie. Ah, ihr seid eine Mandalorianerin? So wie Sklaven zu Mandalorianern werden. Sie nehmen auf jeder Welt, die sie erobern, Gefangene. Und sie haben viele Welten erobert. Ihr wart eine Sklavin? Ja, als ich jung war. Sie nutzten mich hauptsächlich, um Munition herumzutragen. Gegen Ende des Krieges setzten sie jeden ein, den sie bekommen konnten. Sie lehrten mich zu kämpfen, zu jagen und zu überleben. Ich war Teil ihres Trupps, auch als ich jung war. Jeder diente als Teil der Einheit und ich fühlte mich als eine von ihnen. Nach Malakor war das nicht mehr von Bedeutung. Die Mandalorianer hatten verloren. Aber das weißt du ja. Ich möchte übrigens nochmal klarstellen, dass ich diese Art von Mandalorianern, die Mira eben beschrieben hat, nicht gutheiße. Ich bedauere den Verlust des Lebens auf Malakor, aber es gab keine andere Möglichkeit. Ihr scheint euch ja nicht gerade darüber zu freuen. Sie mussten aufgehalten werden. Die Mandalorianer hatten es verdient, auf Malakor vernichtet zu werden. Ihr solltet zufrieden sein. Vergesst es einfach. Ja, ich bedauere den Verlust des Lebens auf Malakor, aber es gab keine andere Möglichkeit. Ja, das weiß ich. Ich sah die Welten, die sie während des Krieges zurückließen. So etwas bleibt haften. Ich habe es nicht vergessen. Was auf Malakor geschah, das hatten sie vielleicht sogar verdient. Ihr scheint euch ja nicht gerade darüber zu freuen. Na, vergesst es einfach. Ja, ihr scheint euch ja nicht gerade darüber zu freuen. Sollte ich denn? Vielleicht sollte ich dich fragen, ob du froh über all die Jedi bist, die auf Malakor 5 starben. Vielleicht fühlte es sich an, als hättest du deine Familie verloren. Aber das bezweifle ich. Sie mussten aufgehalten werden? Ja, das weiß ich. Ich sah die Welten, die sie während des Krieges zurückließen. So etwas bleibt haften. Ach so, okay. In Ordnung. Ja, vergesst es einfach. Ich wollte euch etwas fragen. Frag schon. Also ohne das andere, dann nehme ich das jetzt zurück. So, ihr seid auf Nar Shaddaa, genau, das hatten wir schon. Erzählt mir von Han Haar. Han Haar ist nur Kopfgeldjäger, weil die Bezeichnung noch am ehesten zu ihm passt. Ihm geht es nicht ums Geld. Bei ihm ist das Ganze etwas brutaler. Ihm geht es offensichtlich darum, die ganze Galaxis leiden zu lassen. Jedes einzelne Lebewesen. Er will sie brechen, sie ruinieren. Und wenn sie nicht mehr leiden können, tötet er sie. Was ist zwischen euch und Han Haar vorgefallen? Der größte Fehler meines Lebens war, ihn nicht zu töten, als ich die Chance dazu hatte. Wie meint ihr das? Das ist eine lange Geschichte und ich möchte sie nicht erzählen. Vielleicht ein anderes Mal. Okay, verstehe ich. Vergesst es. Ich habe noch einige andere Fragen. Frag schon. So, warum tötet ihr eure Ziele nicht? Ich habe schon mehrmals getötet, aber nur, wenn es sein musste. Aber wenn ihr bei mir seid, könnt ihr euch nicht zügeln? Ich weiß, das ist etwas anderes. Ich kann es auch nicht erklären. Geht es euch gut? Ich weiß es nicht. Ich habe schon lange niemanden mehr getötet. Aber wenn ich bei dir bin, kommt es mir vor, als ob ich nie etwas anderes gemacht hätte. Es ist wie ein Reflex. Das gefällt mir nicht. Und ich weiß nicht, wann oder warum es plötzlich so leicht geworden ist. Mit dem bedeutenden Unterschied, dass sie vorher, ja, denke ich mal, auf eigene Faust Kopfgelder gejagt hat und dann sie zwar meistens nicht getötet hat, so wie ich das verstanden habe, sondern halt gefangen genommen hat. Wenn sie mit mir unterwegs ist, dann werden wir aber angegriffen. Das ist ein Unterschied. Dann verteidigen wir uns nur. Ja, vergesst es einfach. Ich wollte euch etwas fragen. Frag schon. So, was gibt's denn noch so? Ich hatte gehofft, dass wir könnten
Boah, nicht schon wieder so verbrabbeln. Ich hatte gehofft, wir könnten uns unterhalten. Unterhalten? Worüber? Ach so, das hatten wir schon. Okay. Nichts Vergesstes. So, helle Seitepunkte erhalten. Mhm. Gewonnener Einfluss Mira ist schon deutlich angenehmer. So. Ja? Stimmt was nicht? Da wir jetzt gewonnenen Einfluss Mira haben, möchte ich nochmal probieren, ob ich aus ihr... Ja, ob ich sie dazu bewegen kann, mir zu sagen, was zwischen ihr und Han Ha vorgefallen ist. Ich wollte euch etwas fragen. Frag schon. Wo ist es? Was ist zwischen euch und Han Ha vorgefallen? Der größte Fehler meines Lebens war, ihn nicht zu töten. Das hatten wir schon. Was meint ihr damit? Das ist eine lange Geschichte. Okay, nichts, vergesst es. So, das heißt, wir werden jetzt mal... Ja, wo lang gehen? Nicht hier im Kreis, sondern ab ins Cockpit. Und... Niemand hier. Und Etten hier. Hallo Etten. Genau, Etten ist jetzt noch die letzte Anlaufstation, mit der ich reden will. Kann man mit Anlaufstationen reden? Naja, die letzte Person, mit der ich hier an Bord reden will. Und dann geht's nach Dantooine. Ist was? Könnt ihr mir erklären, das hatten wir schon. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Okay. Was willst du wissen? Okay, ist auf Dux... Ah, stimmt. Etten hatte ja diesen kleinen... Die kleine Gruppe angeführt, die für uns gegen die Sith auf Duxun angetreten ist. Angetreten ist ein bisschen nicht das richtige Wort. Mir fällt aber gerade kein besseres ein, leider. Ist auf Duxun etwas passiert? Ihr scheint etwas ruhiger zu sein als sonst. Ja. Ich schätze, ich musste mir selbst etwas beweisen und ich konnte es bis dahin nie ausprobieren. Mhm. Was habt ihr herausgefunden? Nichts, was ich noch nicht wusste. Jetzt ist es jedenfalls vorbei. Bis zur nächsten Katastrophe. Okay, ist schon gut. Das war ein interessantes Gespräch, wenn auch ein sehr kurzes. Wir fragen ihn nochmal. Ist was? Fragen. Okay. Was willst du wissen? So wie eben, ruhiger zu sein als sonst? Ja. Okay. Nee, jetzt ist es... Es ist nochmal dasselbe. Ist schon gut. Und, ja... Ab nach Dantooine. Galaxiskarte, Dantooine finden. Das ist Nasha da. Das ist zu... sehr Korriban, als dass es Dantooine wäre. Und das ist Dantooine. Klima gemäßigt. Gelände steppen. Andocken. Oh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kunda-Ansiedlung. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich dort wieder. Hat sie sich schon gemeldet? Noch nicht. Ich verstehe nicht, warum sie so ungehorsam ist. Du weißt warum. Sie gerät nach ihrer Mutter. Sie beschämt uns alle. Sie hat schon immer Schande über uns gebracht. Sie war stets die Niederste unter uns. Und ihre Einstellung ist zu leidenschaftlich. Vielleicht ist es besser, wenn sich unsere Schwester aus freien Stücken für die Verbannung entscheidet. So. Und? Da sind wir wieder auf Dantooine. Schon mal einen kleinen Blick aus den Cockpit-Fenstern werfen. Ah, das wird Spaß machen. Ich mag Dantooine. Naja, aber so viel schon mal vorweg. Das heißt jetzt, dass wir uns eigentlich direkt, ja, nicht mehr lange hier drin aufhalten werden. Den Mandalore und den HK-47 mitnehmen werden. Und dann mal Dantooine erkunden werden. Um nochmal diese Formulierung zu benutzen. Mandalore mitnehmen, HK-47 mitnehmen. Okay, und los geht's. Noch ein Besucher. Ihr wollt wohl auch die alte Jedi-Enklave plündern. Aber ihr müsst zuerst Administratorin Adare aufsuchen. Mhm, wovon sprecht ihr? Seid ihr einer der Schrottsammler? Euer Schiff sieht ganz schön mitgenommen aus. Aber ihr wirkt irgendwie anders. Schrottsammler? Ich weiß nicht, was ihr... Ja, ich weiß nicht, was ihr meint. Mein Schiff sieht nicht mitgenommen aus. Ja, Schrottsammler, ich weiß nicht, was ihr meint. Wer seid ihr dann? Auf Dantooine waren in letzter Zeit nur Schrottsammler und eine Menge Söldner. Ich will in die Jedi-Enklave, aber ich bin kein Schrottsammler. Das werde ich ihr nicht sagen. Das werde ich auch nicht sagen. Ich will mich nur umsehen. Ich habe mal hier gelebt. Okay. Wirklich? Ihr seid gut bewaffnet für einen Bauern. Aber während des Bürgerkriegs sind viele von uns zur Armee. Seid ihr das erste Mal wieder hier? Ihr solltet euch in Kunda nach eurer Familie umhören.
Es gab viele Umzüge, als die Sith einmarschierten. Hoffentlich sind alle eure Freunde und Verwandten in Sicherheit. Okay, ich habe zwar nichts in die Richtung gesagt, aber wenn sie das annimmt, werde ich sie mal in dem Glauben lassen zu unserer Sicherheit. Wo liegt Kuhn da? Ganz in der Nähe. Dieses Gebäude war mal das Anwesen von Matalei, aber er hatte während des Krieges ziemliches Pech. Die Administratorin hat es wieder aufgebaut. Seitdem ist es Sitz der Regierung. Okay. Na, das ist euer Regierungssitz? Ich weiß, er sieht relativ bescheiden aus. Aber auf diesem Planeten leben nicht viele Siedler. Das Gebäude ist das Symbol des Neubeginns. Wir sind sehr stolz darauf. Ah, ohne die vielen Löcher wäre es beeindruckender. Das werde ich nicht sagen. Ah, das wäre unhöflich. Ah, wer ist Administratorin Adare? Sie war die Landwirtschaftsadministratorin von Dantooine. Nach dem Angriff der Sith hielt sie uns zusammen. Wenn sie nicht wäre, gäbe es hier nur noch Söldner. Mhm. Warum sind hier so viele Söldner? Es gab schon vor dem Jedi-Bürgerkrieg Probleme mit mandalorianischen Söldnern. Damals halfen uns die Jedi bei ihrer Beseitigung. Aber nach dem Krieg wurden viele Soldaten beider Seiten zu Söldnern. Und da wir sehr weit von den Kernwelten weg sind, sammeln sie sich hier. Haben die Söldner Probleme verursacht? Der Unterschied zwischen einem arbeitslosen Söldner und einem Räuber ist die Vibro-Klinge. Wir können nur beweisen, dass sie ein paar Bauern eingeschüchtert haben. Die Bauern geben ihnen Vorräte, Geld oder Lebensmittel, um sie bei Laune zu halten. Die Administratorin ist die Einzige, die keine Angst vor ihnen hat. In letzter Zeit sind jede Menge Leute verschwunden. Die haben sicher nicht alle die Karth-Hunde gefressen. Aber es gibt keine Beweise, dass es die Söldner waren. Mhm. Wer ist verschwunden? Mal ein Bauer, mal eine ganze Familie. Wir haben im Krieg so viele Leute verloren, dass die Populationen der Karth-Hunde und der Kinraths nahezu explodiert sind. Es gab auch viele Angriffe auf Tiere. Einige sind tot. Also könnte es auch einfach nur Zufall sein. Aber viele der Unbeugsamen scheinen zu Unfällen zu neigen. Okay. Warum brauche ich zum Betreten der Enklave eine Erlaubnis? Habt ihr schon mal eine Jedi-Sicherheitstür gehackt? Die Ruinen sind vor den Schrottsammlern sicher, solange sie Adare nicht reinlässt. Okay. Ich gehe dann jetzt. Geht einfach in das Gebäude. Ihr werdet die Administratorin schon finden. Danke. Ah, er war das die ganze Zeit mit diesen Schritten. So, das hätten wir jetzt auch geklärt. So, kleiner unplanmäßiger Schnitt, sorry dafür. Wir sind mittlerweile bei der Kiste oder bei dem Plastilzylinder hier angekommen. Computersonde nehmen. Ja, ich denke, ich werde mich erstmal hier noch umgucken. Mal um die Ebonhawk rumrennen und mal sehen, was hier noch so gibt. Da gibt es zum Beispiel noch mehr Plastilzylinder und hier gibt es schönes hohes Gras. Oho. Das sogar auseinanderstobt, wenn wir durchrennen. Das ist cool. Wow. Und jetzt kommt es wieder zur Ruhe und wow. Das ist richtig cool. Okay, sorry dafür. Ich schätze aber mal, um diese Kisten, besser gesagt um diese Zylinder, werden wir uns das nächste Mal kümmern. Wir können diese schöne Aussicht hier genießen. Und ich sage, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Ramskirata für heute. Ja, mir hat es mir mal Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das nächste Mal wird es dann an der Stelle weitergehen. Und ja, bis dann.